So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben es mal wieder relativ früh morgens, beziehungsweise ja nicht so früh wie beim letzten Video, beziehungsweise im GTI-Vlog, aber wir haben es jetzt 8.54 Uhr am Mittwoch und heute wird auf jeden Fall ein aufregender Tag. Wir werden heute einen kleinen Trip machen, nicht nur ich alleine, obwohl ich jetzt gerade hier alleine bin, aber ich werde jetzt gleich noch einen Corona-Test machen und dann werden wir nach Würzburg fahren, denn... Ja, ihr habt vielleicht schon im Titel gelesen, der liebe Ayosha und ich sind heute zu Gast bei Shisha World Würzburg. Ist ein bisschen schwerer auszusprechen hier morgen. Der Store wird erst nächste Woche, glaube ich, eröffnen und wir können vorher schon mal in den Store rein ein bisschen was auschecken, ein bisschen was für euch abfilmen und euch auch ein bisschen was zeigen. Und wenn das Video läuft, ich überlege gerade, wann das Video läuft, vielleicht läuft aktuell dann gerade schon das Giveaway mit Shisha World zusammen auf Instagram. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt meinen Corona-Test machen. Und wenn der hoffentlich, was ich mal denke, negativ ist, werden wir losfahren nach Würzburg. Und dann werden wir uns vielleicht im nächsten Take schon mit Majoscha zusammen sehen. Ich weiß noch nicht genau. Ansonsten, naja, würde ich sagen, bis später. Lies, Leute, was geht ab? Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zum Corona-Test, sagen wir es so. Und zwar steht heute was an, und zwar sind Yannick und ich heute im Shisha World Shop in Würzburg. Der feiert in ein paar Tagen seine Eröffnung. Ich habe schon ein paar Stories gesehen von Flo, aka Carbon Smoke, liebe Grüße an der Stelle. Bin echt gespannt, was das Sortiment sagt. Natürlich auch, wie der Shop eingerichtet ist. Und heute bekommt ihr ein paar Impressionen. Wird auch ein Gewinnspiel geben, diesen Sonntag, glaube ich. Und ja, ansonsten seht ihr alles Weitere. Ich gehe jetzt in den Test machen. Fahr dann los nach Würzburg und dann treffe ich mich mit Yannick und Fredo und Niklas, der Ansprechpartner für den Shisha-Shop. Also der Shisha-World-Shop in Würzburg ist dann auch schon da. Ja, Digga, ein absoluter Klassiker ist auch, dass ich zu spät bin. 9.30 Uhr war der Termin und ich bin so ein Ehrenmann und bin jetzt schon 2 Minuten zu spät. Chillig, Digga. So, ich befinde mich jetzt im Auto, habe ungefähr eine Stunde Fahrt vor mir und ja, was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, die Shop-Eröffnung wird am 26.05. sein, somit in circa einer Woche und das bedeutet einfach, dass wir uns jetzt vor der offiziellen Eröffnung dann nochmal den Shop angucken. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden, wird ein geiler Tag, ich habe Bock auf den ersten Kopf des Tages und ansonsten hoffe ich, dass ich eine angenehme Fahrt haben werde. So Leute, ich bin in Würzburg angekommen, ich stehe jetzt vor dem Store, fälschlicherweise vor dem Store und nicht, wie besprochen, eigentlich an einer anderen Adresse, aber ich warte jetzt noch auf die Jungs. Ich werde jetzt wohl schon mal so ein bisschen rausgehen, das Wetter ist nämlich ziemlich nice hier, ich hoffe man sieht hier ein bisschen was, perfekt, auf jeden Fall nicht fokussiert. Aber Wetter ist wie gesagt gut, ich werde mich jetzt schon mal vor den Shop stellen, ein bisschen das Wetter genießen und dann werden die Impressionen aus dem Shop folgen. MVP im Game ist auch am Start hier. 1500 Watt, darauf schwöre ich, Jungs. Oblakos dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. In verschiedenen Colorways, in verschiedenen Depotgrößen. Funnel M, Killer Ball, Funnel S ist glaube ich auch am Start hier. Und ansonsten verschiedene Colorways am Stizzle. Die Vulcan Funnel von Ian sind auch am Start. Japona Mami Ball. Dann geht es hier auch weiter von Mouse. Bis zur Adina, Ocean KFS,
immer noch KFS. Sogar eine Ian Edition 4 in der Gear Collector Edition ist am Start. Lukas, Stimulation. Nochmal Adina. Hier haben wir auch noch viele Aladdin-Modelle. Aber natürlich auch für alle Anfänger gibt es ja auch verschiedene Invi-Modelle. Smogzilla-Modelle. Und ansonsten auch nochmal Big Shoutout hier an die ganze Ausrüstung. Also ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal im Shisha World Store. Also Einrichtung ist hier eine 10 von 10. By the way, sind wir jetzt hier auch im Shisha World Würzburg angekommen. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen hier abgefilmt. Windspiel-Shot folgt gleich noch und wird auf jeden Fall sehr wild. Aber hier habt ihr schon mal ein paar Inspirationen bzw. ja, Intentionen, die ihr nehmen könnt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild hier aus. Also für alle aus Würzburg und Umgebung, 26.05. ist die Eröffnung. Schönes Ding hier. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, ihr seht schon diesen netten Herrn hier und diesen netten Herren. Wir sind jetzt angekommen in Würzburg, sind schon im Laden bei Shisha World Würzburg. Sehr schwer auszusprechen, by the way. Aber ja, was es hier mit dem Laden auf sich hat und ja, wie es hier zur Sache geht, das sagt euch der liebe Niklas nämlich jetzt. Ja, Freunde, wie Janik schon sagt, ich bin der Niklas. Manager von Shisha World Würzburg, der Zungenbrecher. Ja, was gibt es mir zu sagen? Ich komme ursprünglich aus dem Augsburger Land, war zuvor im Shisha World in Augsburg vertreten. Jetzt seit ungefähr Ende letzten Jahres steht die Planung für Shisha World Würzburg. Ich freue mich mega, euch diesen Store zeigen zu können. Ist ein wunderschöner Store geworden, wie ich finde. Wir haben natürlich eine mega coole Auswahl. Ja, genau. Ich bin zum ersten Mal zum Beispiel in einem Shisha World Store und wir haben gerade schon mal so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Und zwar finde ich faszinierend, dass Shisha World so einen Background hat, was die Einrichtung des Shops angeht. Und Niklas hat gerade schon mal ein paar Sachen gesagt, aber ich würde ihm einfach mal das Wort geben, dass er noch mal so ein paar Wörter zu Shisha World allgemein zu den Shops in Deutschland sagen kann. Ja, Ayosha hat gerade schon die Einrichtung von unseren Shisha World Läden angesprochen. Was zeichnet uns natürlich dadurch aus? Unsere Stahlwand, so wunderschöne, auf der die ganzen Pfeifen stehen, unsere Holzmöbel. Egal welches Möbel von uns, ist im Prinzip so durchgeplant, dass jedes Produkt optimal ausgestellt ist, damit ihr es sehen könnt, auch anfassen könnt, benutzen könnt. Hauptsächlich zeichnet uns unsere Stahlwand aus. Hier haben wir super schöne Pfeifen, egal von welcher Marke, ob es VUCA ist, ob es Aeon ist, Ocean Stimulation, ist natürlich alles immer bei uns verfügbar, aber auch Produkte, diese Marken wie Smogzilla, wie Invi, Sein haben wir natürlich immer verfügbar. Wunderschöne Pfeifen, wunderschön ausgestellt an unserer Stahlwand. Ja,
Ich würde sagen, wir können auch an der Stahlwand gleich weitermachen, denn was ich hier gesehen habe, ist auch sehr nice. Das ist quasi eine Magnetwand, ne? Genau. Ihr könnt hier quasi, ich weiß nicht, ob das... Wir lassen es einfach mal dran. Ihr könnt hier quasi, ja, Licht zum Beispiel dran machen, magnetisch. Aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt hier nur 10 Pfeifen dazu kommen, kann man das System halt verändern und auch die Größe verändern. Also das finde ich sehr nice. Ist auf jeden Fall mal was anderes als die ganzen Ikea-Regale, die es in jedem zweiten Shisha-Store gibt. Von daher, da schon mal Props, ist sehr, sehr nice geworden. Auch die Optik gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir können hier mal weitermachen. Da hast du eben schon ein Auge drauf geworfen. Ja, ja. Das hatte ich auch vorhin schon gesehen. Und zwar finde ich das auch mega nice, dass das hier als Showroom zeitgleich genutzt werden kann, aber auch als Verkaufsfläche. So aus dem normalen Shisha-Shop kennt man das ja, dass die Köpfe einfach so herum im Regal rumstehen. Und hier habt ihr halt die Möglichkeit, die Köpfe auch noch schön in Szene zu setzen. Habt eine riesen Auswahl. Ich denke mal, Oblakus mittlerweile ist natürlich auch nochmal ein Aushängeschild, wenn man die da hat, dauerhaft im Laden. Und an sich sieht es super nice aus. Ich glaube, das hattest du auch gesagt, dass allgemein in Shisha-World-Läden diese Verkaufsflächen, diese Inseln auch Standard sind. Ne? Ja, genau. Also wir haben in jedem Shop quasi ein Kopfmöbel, wo wir alle unsere Köpfe ausstellen. Auf jeder Seite, auf allen vier Seiten, auf allen drei Seiten, je nachdem, wie es bespielt ist, werden natürlich die ganzen Köpfe ausgestellt. Könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, anfassen. Ihr könnt sie angucken. Das ist was dieses Möbel im Prinzip auszeichnet. Ihr habt dieses haptische Einkaufen. Also ihr könnt alles anfassen, ausprobieren. Ihr könnt rüberlaufen zu unserem Aufsatzmöbel, gucken, passt der HMD auf den Kopf drauf speziell. Da können wir vielleicht auch mal rübergehen. Das ist ein Stichwort, wollte ich gerade sagen. Genau. Lass uns mal rübergehen. Auch das ist sehr, sehr geil gemacht. By the way, hier gibt es auch sehr schöne russische Köpfe. Aus Corinthia ist am Start. Der UPG ist auch am Start. Und auch zum Beispiel Konokaini-Köpfe. Moons sind am Start. Super Johns. Also von der Auswahl her. Schon sehr, sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall gar nicht beklagen. Jo. Ja, Niklas hat es gerade gesagt. Hier sind zum Beispiel Aufsätze, Molassefänger, kleinere Pfeifen. Erzähl einfach mal was dazu, weil das habe ich vorher auch so noch nicht gesehen. Das sieht auch sehr geil aus. Ja, genau, um das Kopfthema, Aufsatzthema nochmal vielleicht aufzugreifen. Ihr könnt hier im Prinzip einfach hingehen, nehmt euch den Aufsatz, hier den Kalut oder auch hier drüben den Auro HMD. Könnten ausprobieren, passt er genau auf den Kopf drauf, passt er nicht drauf, wie schaut es aus, etc. Da könnt ihr frei rumprobieren, könnt natürlich alles in die Hand nehmen, wie ihr mögt, und das Ganze ausprobieren. Genauso beim Molassefänger können wir natürlich individuell schauen, wie schaut es auf der Pfeife aus. Ist der Molassefänger zu groß, ist er zu klein, passt er nicht vom Optischen. Kann man bei uns alles ausprobieren. Genau, was wir natürlich noch da haben, sehr, sehr beliebt aktuell. Die Jungs lachen schon, ja, Oceangläser, aktuell auf jeder Steckpfeife, jetzt kein Muss, aber natürlich ein optisches Schmankerl, würde ich mal behaupten. Darf nicht fehlen, aktuell. Ja, auf jeden Fall. Sehr safe. Was ich auch noch sagen wollte bezüglich HMDs, auch der Nagrani ist hier am Start, noch mit, ja, ich sag mal, genug Auswahl. Ich weiß nicht, wie es bei dem Opening aussieht. Das Opening ist nämlich am 26. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist der Laden noch nicht offen und öffnet dann quasi am Mittwoch, in der kommenden Woche, am 26. Ja. Der Niklas ist vor euch da und wird euch dann beraten. Genau. Und was ich auch sehr nice fand, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber die X-Shisha-Farben. Es sind alle Farben am Start, sowohl die Candy Colors als auch die Sparkles. Und die Sparkle-Lösung habe ich letzte Woche schon mal gesehen, sehr, sehr wild, also bei dir auf der Seite gesehen. Ihr könnt euch quasi die Sparkles so angucken. Das Problem ist nämlich, wenn man die Sparkles von der Verpackung sieht, man weiß nicht zu 100%, wie sehen die aus. Und ihr könnt euch einfach das Ding nehmen, schütteln und dann seht ihr genau, Farbe. Wirklich sehr, sehr nice gewesen, muss ich sagen. Ich habe auch direkt gesagt zu Niklas, ich werde die Idee auch aufgreifen, vielleicht dann auch im Büro oder zu Hause. Weil mich nervt zum Beispiel auch immer, dass ich nicht genau weiß, wie welche Farbe auf welchem Bild dann wirkt. Und so habt ihr einfach die Möglichkeit, hier einmal zu schütteln und zu sagen, hier, ey, das ist die Farbe, die ich auf jeden Fall auch zu Hause nutzen möchte. So, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich sage einfach mal, was ich so nice finde. Yeah. Zum Beispiel hier so Kleinigkeiten, wie dass hier Schliffe wirklich drin sind im Holz und diese Adapter liegen nicht irgendwo rum. Ja, die sind nicht nur eingepackt, sondern ihr könnt die quasi hier anfassen, angucken und auch an den Pfeifen austesten. Also ob das jetzt hier die Glasadapter sind, die normalen Adapter für den Kopf, für den Teller, die sind alle hier drin und liegen nicht einfach nur im Regal rum. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice gelöst. In anderen Shops habt ihr halt immer das Problem, dass es einfach so Kisten sind, wo die Anschlüsse und irgendwelche Adapterstücke reingeworfen werden. Und so hat es eine gewisse Wertigkeit und ja, ihr habt alles auf einen Blick direkt. Jo. Ich würde sagen, wir können hier sind die Anzünder. Brauche nicht viel zu sagen, Anzünder in jeder Größe. Sogar hier die Gaskartuschenanzünder, perfekt für den Sommer. Ich denke mal, die werden auch dann demnächst. Steht dir vor, genau. Ja, weggehen wie warme Semmeln, aber
wirklich sehr, sehr nice Auswahl. Das habe ich gerade auch schon gezeigt, warte mal kurz. 1500 Watt hier übrigens, das ist der God im Game. Ganz wildes Ding. Ich sag dir ehrlich, ich war fasziniert, wie krank dieser 1500 Watt Anzünder ist. Hast du den mittlerweile auch ausgetauscht bei dir? Den bekomme ich morgen. Okay. Ich habe nämlich jetzt einen zweiten auch noch zu Hause installiert. Ich meine das ernst, ich feiere den übertrieben, weil die Kohlen wirklich schneller angehen damit. Und der 500 Deco Move, ihr habt diese Box, wenn ihr alles raustut und dieses Schaumstoffding raustut, dann könnt ihr da eure Kohlen reinpacken und habt eine optimale Verpackung für die Kohlen. Schön. Also habe ich zu Hause auch gemacht, werdet ihr das wieder sehen. Sehr, sehr geil, die Verpackung ist super durchdacht. Ja. Können wir mal aufmachen, genau. Ja, die sieht dann so aus. Also ich habe es auch schon in der Story gezeigt. Du hast halt wirklich so ein Hartplastik. Genau. Hartplastik, keine Ahnung. Mehr Hartpappe, denke ich einfach mal. Magnetisch sogar. Und das ist echt Five-Head-Move, Digga, mit der Aufbewahrung für die Kohle. Nee, aber das soll ich nochmal aufgreifen. Schaut an, Zünder. Geht's hier drüben weiter? Hier ist Reinigung für alle Menschen, die ihre Pfeifen reinigen. Ich denke, da gehört jeder zu. Auch Bürsten für den Lotus und so weiter, alles am Start. Und natürlich die Eisplatzfilter dürfen auch nicht fehlen in jeder Farbe. Ganz wichtig für den Sommer. So, und dann würde ich sagen, kommen wir schon fast zu deinem größten Schätzchen. Zu meinem größten Schätzchen, ja. Wir haben natürlich eine wunderschöne große Auswahl an allen Tabak-Sachen, die aktuell gefragt sind, die wichtig sind, aber auch Tabakersatz, Future Steam, Hooker Squeeze haben wir natürlich auch am Start. Wir haben alles, was an Dark Blend oder russischem Zeug begehrt ist, ist natürlich am Start. Wir haben Holster, okay, alle Marken, die ihr kennt, sind natürlich vollumfänglich bei uns verfügbar. Genau. Ich flasche einfach mal durch. Ja, genau. Wir können immer weitergehen. Also, Sie sehen, diese Wand ist nicht nur 1-2 Meter lang, sondern weißt du, wie lang? 10 Meter. 10 Meter Tabakwand. Und am Ende dieser Wand steht nicht nur mein Stativ, sondern auch noch ein richtig schöner Kühlschrank, an dem ich mich jetzt mal bedienen werde. Denn ihr wisst es, der gute Eistee darf nicht fehlen. Den kann man dann kaufen? Den kann man kaufen. Bei der Eröffnung gibt es natürlich den einen oder anderen Kunden noch was gratis oben drauf am 4Bro. Aber ansonsten wird der bei uns ganz normal hier im Store erhältlich sein. Genau. Ja. Vielleicht kannst du uns dein Reich hier auch noch mal kurz zeigen. Und zwar ist das hier die Kasse an sich. Und ich muss auch gestehen, sieht nicht aus wie eine normale Kasse, sondern es ist auch immer ein anderer Eindruck, auch mit dem World-Logo im Hintergrund, auch mit diesen Magnetflächen und so. Ist schon echt was Schnickes. Janik hat vorhin gesagt, hier vorne am Tresen könnte man tendenziell auch noch mal ein Logo hinmachen. Ja, hatten wir uns überlegt. Ja. Haben uns dann dagegen entschieden, weil es ein bisschen cleaner wirkt. Aber hier auch noch mal dieses ganze Stahlholz immer ein bisschen aufgegriffen, auch in der Theke verbaut. Wunderschöne Theke, ich freue mich schon, hier jetzt stehen zu dürfen. Ja, Mann. Genau, wunderschönes Ding. Und wenn das Video online geht, kann ich mal noch mal kurz hier aufgreifen. Ist auf Instagram mit uns dreien, also Shisha White Würzburg, Kassel, Hookays, auch ein leckeres Gewinnspiel online. Das sind noch die Überreste, das ist nicht alles. Deswegen schaut da auch gerne nochmal vorbei. Ansonsten habe ich Niklas gerade auch schon Props gegeben. Ich finde dieses Element mit den Mundstücken auch sehr, sehr cool gemacht. Ist definitiv alles durchdacht, weil die Mundstücke sind normalerweise auch immer in so Kästen. Hier habt ihr die schon hier im Showroom in einem passenden Fach dafür vorgesehen. Ja, ansonsten geh mal durch, was so alles da ist. Das wäre vielleicht auch jetzt interessant. Genau, also was natürlich auch an der Sache wirklich cool ist, ihr könnt sie wieder in die Hand nehmen, wie wir vorher auch schon hatten. Habt ihr das Anfassen, liegt das Mundstück gut in der Hand, ist es euch zu schwer, zu leicht, wollt ihr was anderes, was dickeres, was dünneres? Wir haben hier Alu-Mundstücke, große Alu-Mundstücke. Kommen wir rüber, wir haben hier nämlich noch wunderschöne Carbon-Mundstücke von AO, egal ob in matt oder auch im ganzen Mal glänzend, wie ihr es in der Regel schon kennt. Mein Highlight, das Mundstückmöbel. Alle Glasmundstücke finde ich sehr, sehr schön ausgestellt. Ihr habt alles easy. Könnt, ihr seht hier, vorne ist eine eingeschanzte Nummer. Das heißt, Fach 1 deckt dieses Mundstück etc. Vorne noch eine kleine Ausstellfläche, heute dann mit den Shishaya-Mundstück mit den neuen, mit dem 14-5er Schliff oben, die vorne diese Glasspitze haben. Ja, ich würde sagen, das war's von der kleinen Tour oder größeren Tour von dem neuen Laden von Shisha World, Shisha World Würzburg. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wir werden uns jetzt gleich noch eine schöne Pfeife anmachen. Von dem Niklas zu Hause. Würde ich auch sagen. Ja. Ja. Und, das war's fürs heutige Video. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Schaut gerne auf der Instagram-Seite von Shisha World Würzburg vorbei. Die ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Speichert euch den 26. im Kalender ein, wenn ihr aus Würzburg oder Region seid, denn da ist die Eröffnung des Shops. Genau. Und ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Gerne, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ja, definitiv. Und dann, peace. Ciao, ciao. Peace out mit Maut.